Weizenmehl ist ein extrem vielseitiges Lebensmittel. Mit Milch und Eiern entsteht daraus in 0, nichts Pfannkuchenteig. Aber wo kommt das Mehl, das jetzt im Teig steckt, eigentlich her? Wir begeben uns auf eine Spurensuche und verfolgen den Weg zurück zum Ausgangsmaterial, dem Weizen. Im Spätsommer wird der Weizen geerntet. Aus dem Korntank des Mähdreschers werden die Weizenkörner umgefüllt auf einen Anhänger. Und den fährt der Bauer zur Mühle. Bei der Getreideannahme wird die Ernte gewogen und anschließend ins Silo befördert. Das Silo ist der Kornspeicher, aus dem das Getreide über Rohre in die Mühle gelangt. Vor dem Mahlen müssen die Körner aber erst gereinigt werden. Die erste Reinigungsstation ist der Rütteltisch. Die spezielle Form der Fächer in seinem Innern und das ständige Hin- und Herschwingen sorgen dafür, dass verbliebene Spelzen und zu kleine, zu leichte Körner nach oben geschoben werden. Sie fallen auf der einen Seite des Tisches ins Abfallfach. Auf der anderen Seite des Rütteltisches sammeln sich die dicken, schweren Körner, die gemahlen werden sollen. Da bei dieser Trennmethode vor allem das Gewicht entscheidend ist, kann es sein, dass jetzt noch kleine Steinchen vom Acker im Mahlgut vorhanden sind. Über eine Rutsche geht es deshalb zur nächsten Reinigungsstation, dem Steinabscheider. Hier wird nicht hin und her, sondern auf und ab geschüttelt. Die Steine springen dabei weniger hoch als der Weizen. Und so fallen sie am Rand der Maschine in einen speziellen Schlitz und werden aussortiert. Jetzt kann das gereinigte Getreide hier gemahlen werden. Ein Rohrsystem leitet den Weizen in den ersten Mahlstuhl. Müller Spiegelhalder lässt uns einen Blick in diese Maschine werfen. Darin befinden sich mehrere Metallwalzen. Die oberen Walzen verteilen die Weizenkörner gleichmäßig. Noch sind die Körner intakt. Das Mehl befindet sich sicher verpackt in ihrem Inneren. Im Querschnitt wird der Aufbau des Korns deutlich. Von außen ist das Weizenkorn bestens durch eine ganze Reihe harter, zäher Häutchen geschützt. Sie umschließen in mehreren Schichten einen weichen, weißen Kern. Das ist der Mehlkörper. Er besteht vor allem aus Stärke und versorgt den Keimling mit der Energie, die er braucht, um zur Pflanze heranzuwachsen. Um diese Energiequelle geht es. Und so werden die Körner zwischen Metallwalzen weiter unten im Mahlstuhl zerquetscht. Das Ergebnis nach dem ersten Mahlgang ist dieser Weizenschrot. Er enthält noch gröbere Stücke. Um diese abzutrennen und weiter zu behandeln, wird gesiebt. Im Rüttelschrank sind unterschiedlich feine Siebebenen. Diese Siebe verteilen das Mahlgut je nach Feinheitsgrad auf die Mahlstühle. Grobes Material kommt zurück in einen Mahlstuhl am Anfang der Arbeitskette, wo es eine Stufe feiner gemahlen wird.
Feines Material kann einige Mahlstühle überspringen und landet direkt am Ende der Kette. Bevor ein Korn komplett zu Mehl geworden ist, muss es in dieser Mühle bis zu 12 verschiedene Mahlstühle durchlaufen. Ein Aufwand, der sich lohnt. Feinstes weißes Weizenmehl. Das fertige Mehl wird in einem Speicher gesammelt, wo es auf seine Abfüllung wartet. Müller Spiegelhalter macht das noch von Hand. So kann er auch auf individuelle Kundenwünsche eingehen und besondere Mischungen abfüllen. Fertig. Sicher verpackt kann das Mehl nun an Privatkunden und Bäckereien in der Umgebung geliefert werden. In großen Supermarktketten wird man das Mehl aus der Adlermühle allerdings kaum finden. Dabei wird unser Supermarktmehl, aus dem wir beispielsweise Pfannkuchen machen, nach exakt demselben Prinzip hergestellt. Unser Bedarf an Weizenprodukten ist so groß, dass es sich durchaus rechnet, Mehl in größerem Maßstab zu produzieren. Die Heimatsmühle bei Ahlen. Auch hier Silos, Rohrleitungen und Mahlstühle. Nur in größerer Zahl. Den Mahlprozess müssen die Mitarbeiter genau kontrollieren. Immer wieder auch die Einstellungen der Maschinen verändern. Das Abfüllen des Mehls dagegen ist vollautomatisiert. Mehlpäckchen, die nach kurzer Zwischenlagerung nach Kundenwunsch sortiert an die Supermärkte geliefert werden. Dort besorgen wir uns dann die Zutaten für einen leckeren Kuchen. Das klassischste Weizenprodukt überhaupt kommt allerdings ganz ohne Milch und Eier aus. Die Milch hinzufügen. Nur Wasser, Mehl und Hefe. Das Ganze gut vermengen und zugedeckt gehen lassen. Und dann kneten. So entsteht hier im Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe Brotteig. Noch etwas Salz dazu. Und weiter kneten. Mindestens eine Dreiviertelstunde lang. Durch das Kneten verbinden sich die im Mehl enthaltenen Eiweiße so fest miteinander, dass sich der Teig zu Laiben formen lässt und am Ende ein luftig lockeres Brot herauskommt. Jetzt müssen die Brotlaibe nur noch gebacken werden, nach alter Tradition im Holzofen. Die Holzkohle hat die Steinplatten des Ofens auf über 200 Grad erhitzt. Diese Hitze geben sie jetzt langsam an die Brote ab. Nach etwa einer Stunde im Ofen hat sich der Teig verfestigt und eine Kruste gebildet. Köstliches Holzofenbrot, fertig gebacken.
Müsste heute noch jedes Brot in Deutschland von Hand geknetet werden, sähe unser Speiseplan vermutlich etwas anders aus. In der Großbäckerei läuft das Brot- und Brötchenbacken wie am Fließband. Und dennoch geht es nicht ganz ohne Handarbeit. Wasser, Mehl, Salz, Hefe, Brotteig im XXL-Format. Das lange Kneten übernehmen hier Maschinen. Auch das Formen der Laibe wird dem Bäcker abgenommen. Dann gehen die Brotlaibe zum Gehen in einen feuchtwarmen Schrank. Dort entfaltet die Hefe ihre Wirkung. Die einzelligen Organismen ernähren sich von den im Teig enthaltenen Kohlenhydraten und nehmen sie durch ihre Zellwände auf. Stimmen Nahrungsangebot und Temperatur, vermehren sie sich durch Knospung. Als Abfallprodukt ihres Stoffwechsels geben die Hefezellen Gase ab, vor allem CO2. Diese Bläschen sorgen dafür, dass der Teig wächst, sich aufbläht. Ist das gewünschte Volumen erreicht, geht es für die Brotlaibe ab in den Backofen. Noch schnell ein Muster eingeritzt. Und dann wird der Hefe der Gar ausgemacht. Unter der zunehmenden Hitze im Ofen verfestigt sich das Teiggerüst aus Weizenproteinen. Die Gasblasen oben im Bild bleiben als Hohlräume erhalten, während die Hefezellen durch die Hitze abgetötet werden. So entsteht ein luftig lockeres Brot. Zum Frühstück, mittags oder abends. Brot in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Im Durchschnitt isst jeder Deutsche im Jahr über 80 Kilogramm davon. Das sind täglich 4 Scheiben Brot und ein Brötchen. Und es kommen ja auch noch andere Weizenprodukte dazu. Wir haben dem Weizen, diesem besonderen Gras, also eine ganze Menge zu verdanken.